Halli und in der Tat hallo, willkommen zu Folge 5 des Jahres 2024, Neues aus dem Fanclub der Comic-Heldin. Ich lade in dieser Sekunde, während ich dieses aufnehme hier, die nächste Folge Sanctum Sanctorum nach YouTube hoch und dann gibt es das auch zu gucken. In baldigster Bälde. Läuft super. Ich bin gut vorangekommen. Brauche aber trotzdem viel Zeit, denn es ist, ich hatte es letztes Mal erwähnt, ich benutze nun eine andere Software, die sehr viel besser ist als die, die ich vorher benutzte. Das war der Clipchamp von Microsoft. Nun bin ich zu CapCut übergegangen. CapCut. Kann ich empfehlen. Ein sehr schönes Programm, sehr leicht zu handhaben, sehr intuitiv, aber mit deutlich mehr Funktionen, die dann wiederum aber heißen, dass man sich leicht in Details verfuchst, dass man sagt, das kriege ich noch ein bisschen besser hin und dann eben ein bisschen ins Basteln gerät. Was beim Clipchamp nicht so gegeben ist, da muss man mit der groben Kelle vorgehen und dann geht das alles ein bisschen schneller. Ob man das sieht an den Videos, da bin ich mir nicht so sicher. Es ist bei Filmen wie mit den Comics der größte Teil, der größte Zeitaufwand der Arbeit besteht darin, dass der Zuschauer nicht merkt, wie viel Arbeit drinsteckt, dass er nicht gehindert wird an seinem Fluss. Nun gut, so viel dazu. Es ist der zweite Teil, der jetzt online geht. Und dann wird noch ein dritter kommen. Und dann ist dieses Kapitel Storytelling mit Luba Wolfschwanz erstmal abgeschlossen, eben unter besonderer Berücksichtigung der Schwierigkeiten, die Methode, wie ich arbeite, mit sich bringt. Ich werde sicherlich auch auf die Vorteile noch hinweisen. Was haben wir denn noch? Ja, ich war ja am vergangenen Sonnabend auf der Manga- und Comicbörse in der Hamburger Fabrik und da hat sogar das Hamburg-Journal einen ganz kurzen Clip von mir eingebaut in ihr Abendprogramm. Das Interview war etwas länger, ein paar Sekunden sind aber übrig geblieben von mir, in denen ich wesentlich erzähle, wie alt ich schon bin und wann ich mit Comics angefangen habe. Ist nichts Tolles, aber ich tue den Link mal rein und ihr könnt euch das ja gerne angucken. Auf der Messe sind außerdem wieder natürlich einige Skizzen entstanden, die ich meistenteils verkaufen konnte. Unter anderem ist auch die Harley Quinn, die lange, lange hier in unserer Originalliste war, die ist nun leider weg. Es gab da einen Interessenten, dem muss ich nun leider sagen, zu spät. Jemand anders hat die Harley Quinn geschnappt. Es sind zwei Zeichnungen übrig geblieben, die ich jetzt auch in nächster Zeit posten werde in der aktualisierten Originalliste und die dann natürlich für euch alle zu kaufen sein werden. Was war noch richtig? Ich war am vergangenen Montag, war ein Suchtpotenzial hier in Hamburg und ich durfte mal wieder reinschauen. Ich durfte auch im Anschluss mit den beiden Comics signieren und ich kann euch nur sagen, die sind super. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es war auch ein riesiger Unterschied zwischen der Premiere-Show, die ich ja in Berlin gesehen habe vor einem guten halben Jahr, und der jetzigen Version der Show, die eben durch 6 Monate Touren sich verändert hat, sich geschliffen hat. Es war einfach großartig. Verpasst das auf keinen Fall, wenn sie in eurer Nähe sind. Und natürlich konnte ich wieder ein paar Comics abgreifen. Ich habe 7 Exemplare des Suchtpotenzial-Comics mit nach Hause nehmen können. Wie immer mit signiertem Poster im Mittelteil, signiert von allen dreien. Diese 7 Exemplare habe ich hier und ich denke, wir machen es wie letztes Mal. Wer ein Original bestellt, dem schicke ich
zusätzlich ein signiertes Exemplar des Suchtpotenzial-Comics. Ja, was war, gab es sonst noch? Richtig, bei der Sanctum Sanctorum-Geschichte, Luba Heft 21, das Lied der Luba Wolfschwanz, da entwickelt sich gerade was ganz Interessantes mit Uli Ritter, der ja den Drehleier-Gaukler in der Folge spielt. Da gehe ich aber jetzt im Weiteren noch nicht drauf ein. Das gucken wir uns an, wenn es konkreter geworden ist. So viel für heute. Vielen Dank, dass du bereits dabei bist im Fanclub der Comic-Heldin. Und du, wenn du gerne mehr wüsstest, wenn du gerne mehr sehen würdest, wenn du gerne signierte Drucke, signierte Comics, Originale und Zugang zu einem Füllhorn an nerdigem Insiderwissen über Comics, insbesondere Breitschuh-Comics, haben möchtest, dann geh doch auf www.steadyhq.com/Eckart-Breitschuh, schau dich mal um und werde möglicherweise Mitglied. Wir sind ein derart exklusiver Club. Da ist auf jeden Fall noch Platz für dich. Bis dahin, wir sehen uns im Fanclub der Comic-Heldinnen. Macht's gut, bis die Tage.